Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Hartpenning sind am Sonntagmorgen eine Mutter und ihre Tochter ums Leben gekommen. Heute früh gegen 8.40 Uhr kam ein PKW auf der Strecke zwischen Bad Hölz und Holzkirchen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Die beiden Insassen, eine 65-jährige Fahrerin und eine 43-jährige Beifahrerin, wurden dabei getötet. Die Polizei vermutet Straßenglätte als Unfallursache. Die 43-jährige Tochter hinterlässt einen Ehemann und zwei Kinder im Alter von 8 und 11 Jahren. Das Kriseninterventionsteam übernahm die weitere Betreuung der Verwandten. Die Feuerwehr in Holzkirchen, Großhartpenning und Warngau waren mit 55 Mann im Einsatz. Die Bundesstraße 13 wurde für die Bergungsarbeiten bis 12.15 Uhr durchgehend gesperrt.